So, und damit willkommen zurück zum neuen Stream. Wir spielen heute Minecraft. Mal wieder zur Abwechslung. Ja, da ich jetzt nächste Woche werde ich eine kleine Streampause machen. Nicht nur eine kleine, sondern eine große. Wir sehen uns nämlich am Sonntag erst wieder. Also nicht morgen am Sonntag, sondern nicht am Sonntag, am Sonntag, also nicht übermorgen am Sonntag. Übermorgen ist, glaube ich, heute Freitag. Ja, sondern ich mache eine Woche Urlaubspause. Und ja, dann sehen wir uns. Ja, mal schauen, vielleicht. Ich kann es nicht garantieren, aber vielleicht schaffe ich es tatsächlich von unterwegs aus irgendwie Real-Life-Stream zu machen. Das ist. Wenn es gutes Internet gibt, wo ich da bin, mein Laptop habe ich mit. Vielleicht kriege ich mein Handy streamfähig irgendwie. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Facecam werde ich jetzt nicht mitnehmen. Mal schauen. Also, so Gaming-Streams werde ich jetzt wahrscheinlich nicht, und da werde ich auch kein Headset mitnehmen werde. Also, wenn ich es irgendwie auf mein Handy mit hinkriegen kann. Wir haben vielleicht irgendwie aus dem Hotelzimmer, kann ich euch vielleicht einen kleinen einstündigen machen oder so, aber ja, also es verlasst euch nicht drauf, deswegen machen heute hier einen kleinen Abschieds Minecraft-Stream. Falls ihr mich übrigens sucht hier, Minecraft. Es ist seit dem neuen Microsoft-Update, dass jetzt alles auf Microsoft überspielt wurde. Ich durfte Zwergenfürst LP nicht behalten. Irgendjemand hatte den Namen schon. Irgendjemand heißt in Minecraft, glaube ich, Zwergenfürst LP jetzt. Ich bin's nicht. Ich bin Zwergi 9298. Also, falls da mich da irgendwie der Name wurde, irgendwie, der wurde mir irgendwie gegeben. Das ist der. Da habe ich dann irgendwie zu schnell weitergeklickt. Ja, falls ihr mich enden wollt in Minecraft, ob das irgendwie möglich ist. Ich starte mal Minecraft. Meinen Namen gab es doch schon. Okay, was da unten steht, das erfreut mich gar nicht. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt hin, Minecraft zu starten. Schauen wir mal. Sieht alles gut aus? Ja, ich bin zu hören. OBS. Sehr gut. Mein PC ist am Arbeiten. Auf Minecraft läuft. Das sieht gut aus. Falls nicht, hätte ich ohne Alternative gehabt. Aber der Einzelspieler wollen wir. Die sehr neue Welt. Ich hoffe, mein PC schmiert jetzt nicht ab. Guck ich mal, ob ich hier meine Playlist finde. Dann können wir starten. Muss ich mal suchen. Eine streamsichere Musikplaylist. Apropos, ich bin auf Discord im Voice, falls jemand kommen will und mit dabei sein möchte. Im Discord Voice, im Landhaus, auf dem Zwergenfürst-Server. Falls da jemand Bock hat, mit mir ein bisschen zu plaudern. Ihr könnt euch natürlich auch am Stream-Chat beteiligen. Ja, Musik ein bisschen
So, ich hoffe, so geht's mit der Musik. Ja, wir suchen immer noch nach einem Wassereimer, mit dem wir das Wasser von hier nach hier transportieren können. Eisen habe ich nach wie vor keins. Verdammtes Rohkupfer haben wir gefunden. Wo war jetzt nochmal mein Spitzhacke? Weg. Ich wurde wohl irgendwie in Luft geblasen. Von einem Creeper. Das lässt sich ändern. Ein bisschen Holz. Joa. Dann geht's für mich nächste Woche in Urlaub. Diese Woche hatte ich auch schon Urlaub. Ein bisschen 2 Wochen Urlaub, viel luxuriös. Joa. Ja, nächste Woche kann ich halt nicht. Das kann ich halt nicht streamen. Ich würde gern, könnt ihr mir glauben, ich würde gerne eine Runde streamen, aber von unterwegs bin ich halt ein bisschen eingeschränkt. Und gratis Stick. Erde. Ich wollte gerade Erde craften. Weil wir haben eine Werkbank. Das reicht ja schon fast für eine Spitzhacke. Was mache ich hier? Akazien haben wir hier genügend. Haben wir hier genügend orangenes Holz, falls wir es brauchen. Das ist jetzt mal eine kleine Elmar-Spitzhacke machen. Die Holzspitzhacke, die genau für 3 Steine reicht. Danach wird es vernichtet. Stock. Ich habe ja alles verloren, oder? Da habe ich wohl irgendwo mal einen Creeper in die Luft gesprengt. Und ich bin unter Wasser. Nee, das war ich. Bin immer am Ende des letzten Streams bin ich ins Wasser gegangen. Und dann ein bisschen getaucht und habe ich unter Wasser alles Zeug verloren. So war das. So. Eine Spitzhacke nehmen wir noch mit. Kann es nicht schaden. Ein paar Holzbäume für Sticks. Sticks. Das reicht doch schon. Da haben wir unsere Spitzhacke. Legen wir mal hier hin. So war es mit dem Schwert. Das war die Schaufel. Hier haben wir das Schwert. Das packen wir ganz links hin. So, dann können wir mal wieder nach Eisen suchen. Vielleicht legen wir uns vorher ins Bett und schlafen eine Runde. Es wird nachts. Ich habe gehört, das ist gehört, gelesen. Ich hab vorher mal recherchiert von dem Stream. Ist jetzt in der neuen Version auch ein bisschen Eisen an der Oberfläche ist, also so gerade in Gebirgen. Sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier nicht an der Wasseroberfläche graben und dann nach unten gehen. Und dass wir vielleicht mal ein bisschen gucken, dass wir oben hier auf dem Hügel. Vielleicht tun wir hier ein bisschen was. Ein Eisen jetzt hier mal reingraben. Sind wir hier an dieser Stelle? Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Was zu essen bräuchten wir auch mal langsam. Ach, egal. Sprinten muss ich nicht, wenn ich unter der Erde bin. Gerade mal ein bisschen gerade lang.
Jetzt sind wir hier schon was auf dem Level. Außer Stein. Vielleicht können wir mal ein paar Fackeln mitnehmen. Ich hoffe, wir haben noch Kohle da. Und dann haben wir die auch verloren. Wir machen übrigens, by the way, riesig große Villa. Gelb, knallgelb. Eine knallgelbe Sonnenvilla. Da drüben steht Essen. Wir haben doch schon einen Ofen, oder? Da müsste sogar noch ein bisschen Kohle drin sein. Yep. Also auch gebratenes Fleisch schon drin. Können wir gleich mitnehmen. Ein bisschen Kohle wäre auch nicht verkehrt. Steak. Den Rest an der Kohle lasse ich hier. Könnte man noch brauchen. Hier mache ich mir eine. Warum steht die Werkbank eigentlich dort? Nicht im Haus. Gebratenes Fleisch ist so viel effektiver als rohes. So. Was wollte ich machen? Fackeln wollte ich machen. Ganz genau so. Fackeln setze ich mal hier hin. Ein bisschen unsortiert mein Inventar. So ein 64er Stack Fackeln sollte reichen. Die Kohle tun wir mal zurück in den Ofen. Falls man sich fragt, wo ist meine Kohle, ist im Ofen auch schon immer eine gute Idee. Gut, dann mal hoch. Holen wir uns ein bisschen Eisen. Irgendwo muss hier doch Eisen sein. Ich kann ja fast nicht glauben, dass hier nur so Eisen ist. Kohle. In der Regel ist eigentlich auch dort, wo Kohle ist, in der Nähe irgendwo Eisen. Kohle kommt selten allein. Zumindest war es früher so in Minecraft, weiß nicht, ob das jetzt noch ist. Also nicht direkt nebenan, aber wenn man so bei Kohle ist und dann weitergräbt, dann hat man schon so ein bisschen die Richtung drin, um zu Eisen zu kommen. Ist man da zumindest nicht gänzlich auf der falschen Fährte. Mal so ein bisschen nach unten. Mal wieder ein bisschen geradeaus. Die Playlist ist verdammt ruhig gerade. Ist das ein ruhiger Song oder hat
YouTube mir wieder geschmiert. Ah, ja, YouTube. YouTube braucht gerade ein bisschen zum Laden. Hier mit der Kohle. Ist doch nicht wahr, ich finde hier alles. Kohle, Kupfer, was das war, ja, Kupfer und bloß kein Eisen. Jetzt finde ich gleich noch Diamanten, wenn ich mich runtergrabe. Nur kein Eisen. Ich meine, das ist gut, wir können heute auch noch den. Ich hätte heute gerne noch weiter gebaut, aber wir können das Team auch darauf verwenden, hier Kohle abzubauen. Noch Eisen zu suchen. Soll mir recht sein. Da habe ich einen Vorrat an Kohle. Ein bisschen Kohle hat noch niemandem geschadet. Brauche bloß allerdings bald eine neue Spitzhacke. Werkbank. Okay, ist ein ganz cooler Ader. Eine Eisenader wäre mir lieber, aber was soll's? Man nimmt, was man kriegen kann. Den Hügel wird man nichts mehr reinbauen, oder? Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt haben wir den schon durchwühlt. Fackel. Ach, hier haben wir da einen unterirdischen See. Ich sag doch, ich komme eher zu. Wahrscheinlich denselben, wo wir schon mal waren. Ich glaube, ich komme eher zu Diamanten als zu irgendwas anderem. Als zu Eisen. Da haben wir schon wieder dieses beschissene Kupfer. Ich nehme es da trotzdem mal mit. Und für den Bau irgendwann mal brauchen, wenn wir wieder eine Küche bauen wollen. Können wir Kupferdach draus machen. Hier ist wieder Kohle. Ich habe keine, ich lasse die Kohle liegen. Ich brauche sie gar nicht. Hier brennt Licht. Entweder ein Zeichen für Lava oder. Deswegen baue ich auch jetzt über mir ab. Weil es eventuell Lava sein könnte. Oder für Licht. Da geht's raus. Schöne Höhenmusik. Später noch mal cool ab.
Kupfer. In eine Kupfermine getreten. Rums. Mine getreten. Ich habe mich schon gewundert, die Erde in der Höhle. Ach. Was sehen meine entzündeten Augen? Dass man kein Eisen ist. Yay. Ganz hätte umgehört. Naja, gut. 4 Eisen. Wird reichen für einen Eimer. So besonders begeisternd ist das jetzt auch nicht. Begeistert bin ich jetzt davon nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Licht dran. Damit ich sehe, wo ich später hin muss. Wenn ich wieder rein will. Müssen wir uns nicht reingraben, können wir gleich durch den Eingang gehen. Da wo es hell ist am Berg. Jetzt mal schnell schlafen gehen. Jetzt wo die, wo wir das Eisen haben, habe ich keinen Bock von Creepern gesprengt zu werden. Tag ist es. Packe ich mal das Eisen ganz schnell hier rein. Können wir uns gleich endlich mal einen Eiseneimer machen. Warte, bevor ich Spinnen jagen gehe. Kohle. Leder können wir auch noch gebrauchen irgendwann. Fackeln. Na, kommt her. Spinnenauge und Fäden. Praktisch. Kann auch irgendwann mal gebrauchen. Könnte nützlich sein. Die Werkbänke haben mich hier rumstehen. Oh, das ist deckbar, die Werkbänke. Fantastisch. Das ist meine meine Reisewerkbank. Spinnauge. Fäden. 4 Eisenbarren. Und lasse ich da mal drinnen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Eimer. Okay. Na, endlich. Hau ab! Hau ab, böser Creeper. Nein. Ach, scheiße, Mann, es ist Tag. Fick durch, Leute. Will nur mein Haus bauen. Mal schauen. Juhu. Nein, 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 böser Creeper, nein, nicht. Nicht mein Swimmingpool in die Luft sprengen. Komm hier rüber. Du kannst explodieren.
Hier brauche ich einen hübschen Krater. Au. Es verteilt sich sehr schön hier. Es versinkt nicht im Boden, es verteilt sich sogar. So, hier Knochen. Wir brauchen größere Truhen. Und Eisen. Das muss hier sowieso irgendwann mal weg. Das Wasser unter dem Gebäude. Sei denn mal an der Kanalisation hin. Wäre auch nicht verkehrt. Müssen wir da aber Wasser hinmachen. Dann plätschert es unterm Haus. Plätschert sowieso neben dem Haus. Weil wir hier einen Swimmingpool haben. Noch ein bisschen mehr Wasser. Sehr schön. Ebenerdig sein. Schön einflächig. Okay, wo ist hier ist? Frisches Quellwasser. Nicht wieder rausschöpfen. Genau so soll das sein hier, schön gerade. Sehr luxuriös aussehen. Haben wir gleich. Eine Menge Wasser drin. Wasser sparen sieht anders aus. Ist auch eine luxuriöse Villa. So. Wir müssen noch irgendwo mal Textur-Packs haben. Sieht das bestimmt ganz hübsch aus. Und das Haus dann nicht mehr. Gehen Beton. So können wir jetzt hier ein bisschen planschen. Yay. Bauen wir dann noch so einen Sprungturm, müssen wir noch irgendwo noch anbauen, dass wir von oben ins Wasser springen können. Klatsch. So, dann können wir mal an der Außenwand weiterbauen. Jetzt wo wir den ersten Pool fertig haben. Sekunde.
So, da brauchen wir unseren gelben Beton wieder. Ein bisschen was haben wir davon noch, da müssen wir neues machen. Das müssen wir sowieso. So, dann schauen wir mal. Hier kommt was hin. Okay, du musst weg. Die Natur muss weichen. Bauen wir erstmal den Baum ab. Bäume im Haus sehen gar nicht gut aus. Das ist ein Sinkgeholz da. Sekunde. Wenn wir der Anleitung folgen. Ich denke, das wird alles sowieso einheitlich hier. Kommt sowieso einen Boden drunter. Aber hier machen wir erstmal die Wand ein bisschen stärker. Jetzt brauchen wir erstmal einen Beton. Kies brauchen wir dafür und Sand. Kies und Sand. Genau das hier, Kies. Und Sand. Ich hole mir meine Schaufel. Es wird sowieso Nacht. Eine Schaufel habe ich hier nicht. Ich habe Stein. Schaufel war so, glaube ich. Ja. Und einmal schlafen gehen, bitte. Mit der Schaufel in der Hand. Sand, 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 Sand. Es wird jetzt wieder wahnsinnig langweilig hier. Ich werde jetzt wieder ein bisschen Sand abbauen. Und Kies. Und danach geht es weiter mit Bauen. Ja, die Musik macht die Spannung. Sand. Bisher ist übrigens noch relativ ruhig im Voice. Ich meine, ich bin im Voice, das ist relativ da. Ob wer kommt oder nicht, die Möglichkeit besteht.
Man muss die Möglichkeit nicht nutzen. Ich schaff's auch ohne. Ich schaff's auch alleine, einen Stream zu moderieren. Das tue ich wieder tun. Das haben wir auch schon mal gebraucht. Hier für den Boden. Jetzt mache ich mir noch ein 64er Stack Kies und dann machen wir Beton. Bevor ich hier Schaden nehme. Immer mal wieder auftauchen. Ja, der Wassergraben dauert ein bisschen länger. Das ist doppelt so schnell wie mit der Faust. Mindestens. Feuerstein sammle ich hier auch ein. Erde. Sand. Oh, noch ein bisschen mehr Kies. Gibt irgendwo noch Kies. Und die Kiesgrube ist leer. Wenn wir jetzt runtergehen. Die haben wir ausgebuddelt. So ziemlich. Ist noch ein bisschen Kies. Oh, hallo Nick, willkommen im Stream. Ein Zuschauer, der aktiv im Chat ist. Sorry, war zu sehr aufs Kiesgraben konzentriert. Hab den Nachricht nicht so gut gesehen. Gibt noch keine Alerts für Chat-Nachrichten. Wäre auch nervig bei größeren Streamern. Bading, 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 bading. Bei Gronkh im Chat. Alert bei jeder Chat-Nachricht. Bading, 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 bading. Bei mir wäre es nicht weiter nervig, aber es hat schon seinen Grund. Aber wenn du einen kleinen Follow da lassen willst, das gibt einen schönen Alert. Um ja nichts weiteres zu verpassen. Beton habe ich das hier vor. Schöner gelber Beton, knallgelber Beton. Ich baue mir eine Villa, eine riesige Villa aus knallgelbem Beton. Das tut später richtig in den Augen weh. Wenn so ein riesiger, großer Klotz, eine große Villa. Knallgelb, auch wenn ich später Shader drin habe. Das wird es, wenn die Sonne scheint, dann knallt die auf die Fassade und tut allen in den Augen weh. Immer schön Werbung war das. Ich meine, das ist für mich selbst, mein Kanal. Ja, es ist für ich werde für mich selbst Werbung machen dürfen. Das ist, ich meine, wenn ich hier gibt's großartige, nicht nur Minecraft, ich spiele auch hier Portal 2 läuft gerade, großartiges Spiel. Anna's Quest, nicht so ganz großartiges Spiel, aber auch macht auch Spaß. Das Thema gerade. Und ja, das sind gerade die Projekte. Nächste Woche mache ich eine kleine, ist gerade unpassend. Nächste Woche mache ich eine Pause, da Urlaub, da mache ich Urlaub, dann bin ich nicht zugegen,
Aber am Sonntag komme ich wieder. Sonntag spiele ich nochmal Minecraft, habe ich gerade beschlossen. Sonntag geht's wieder. Nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag. Und wenn du auch mal auf YouTube vorbeischauen willst, wenn wir gerade schon eine Werbung machen sind, da gibt es einen Command für. Das müsste sein. Auf meinem Let's Play-Kanal, auf meinem YouTube-Kanal gibt es täglich neue Videos, zweimal am Tag neue Videos. Also wirklich bunt gemischt. Bunte Wundertüte, was du da zu sehen kriegst. Also Unterhaltung vom Feinsten. Muss man nicht machen, kann man aber. Alles wie du willst. Du kannst auch einfach nur hier im Stream sein, zugucken und Spaß haben und dann später entscheiden, ob es dir gefallen hat und ob du nochmal herkommen willst. Ob es sich lohnt, ein Follow da zu lassen. Dafür ist es da. Farbstoff. Das war's. Blumen, hier haben wir Farbstoff. Das hat noch gefehlt. Den gelben Beton. So. Dann machen wir mal Beton. Damit wir eine Fassade weiterbauen können. Gebe Beton. Ich hoffe, ich habe dich jetzt mit der Werbung nicht abgeschreckt. Alles natürlich auf freiwilliger Basis. Das ist so, du bist hier zu nichts gezwungen. Fühl dich auch nicht zu nichts gezwungen. Ist ja alles frei nach Schnauze. Auch dein Lurk-Support, wenn du einfach nur, wenn du mal ein bisschen. Die meisten lurken hier einfach rum und das ist völlig in Ordnung. Die meisten schreiben gar nichts im Chat und gucken es einfach nur. Alles okay. Ich bin hier keiner, der sagt, followt mich, abonniert mich, liked mich zu Tode. Sonst seid ihr keine richtigen Zuschauer. Das ist nicht, nee, das bin ich, das mache ich nicht. Ich freue mich schon großartig darüber, dass du hier schreibst. Das ist schon mehr, als ich je verlangen kann. Dass Leute hier meinen Stream gucken. Das sag ich auch immer, wenn Leute fragen, du machst seit 7 Jahren, ich mache jetzt seit fast 7 Jahren YouTube täglich Videos. Und hab kaum Aufruf und kaum Zuschauer und da sage ich immer, ja, es ist ein Privileg für mich, dass überhaupt irgendjemand meine Scheiße hier anguckt. Ich meine, ich habe hier Spaß dabei, es ist hier gerade bei Minecraft, ich baue hier Klötze aneinander, habe hier meinen Spaß dabei. Wenn mir jemand dabei zuschaut, ist das schön. Es spielt doch keine Rolle, ob das 2 Leute sind oder 2000 oder 200.000 oder 2 Millionen. Es ist doch, natürlich wäre es schöner mit ein paar mehr Leuten. Dann hätte man gemeinsam hat man mehr Freuden. Gemeinsam ist das immer lustiger. Aber das ist mein Kanalkonzept, das ist mein Streamkonzept. So verstehe ich mich als Let's Player und auch als Streamer. Ich spiele hier meine Spiele, die ich auch privat spielen würde. Das ist das, wo ich gerade Bock drauf habe, was ich ausprobieren will. Und dann läuft halt währenddessen die Aufnahme oder der Stream und ihr seid herzlich dazu eingeladen, zuzugucken und die Interaktion zu nutzen, die da sind, die hier zur Verfügung stehen. Oder auch nicht.
Ist der Block gerade weggeschwommen? So sieht's aus. Ich bin da ganz gechillt. So steht's auch im Titel: Minecraft und Chill. Das ist hier ganz. Alles tiefenentspannt hier. Keiner muss hier irgendwas. Auf meinem Discord-Server bin ich auch gerade am Voice, also falls die Option gibt es auch. Kann man auch vorbeikommen und einfach in Voice reinkommen und mit mir plaudern. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Joa. Worüber wollen wir schnacken? Gibt's bei dir irgendwas, Nick? Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Was gibt's Neues in deiner Welt? Wie läuft's bei dir? Wie geht's, wie steht's? Gibt's ein Thema, was dich gerade beschäftigt? Wozu ich meinen Senf zugeben kann? Erste Fragen, Anregungen, Meinungen, die du mit mir austauschen magst, wo ich dir meine dazu sagen kann. Was gibt's Neues in Nix Welt? Ich baue hier gelbe Klötze ab. Das war aber eine abrupte Abbrechung der Musik. Ich habe gerade abrupt abgebrochen. Okay. Ja, worüber können wir reden? Ich kann ja das kommentieren, was ich hier mache. Sie geben Blick ab, Bauer. Die Wolfi hat heute keine Zeit, die habe ich gefragt, weil die das letzte Mal dabei war. Das war ganz unterhaltsam. Vielleicht ist sie nächsten Sonntag wieder mit dabei. Nicht nächsten Sonntag, sondern ihr wisst Bescheid, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Steinspitze geht jetzt kaputt. Ich mache mal eine Spitzhacke. Stein. Stick.
Nehmen wir mal die restlichen hier, bevor wir weiterbauen. Die Musik ist gerade sehr funky. Sagt er und die Musik stoppt. Wir könnten auch hier das Wasser zu betonieren. Wäre auch eine Lösung. Kann man auch machen. Gibt gerade nicht so wirklich Themen, die worüber man quatschen könnte. Aus meiner Welt vor allem. Ich habe heute Wolfenstein abgebrochen, erfolgreich abgebrochen. Wolfenstein 3, Youngblood. Da kam ich dann auch wirklich nicht mehr weiter. Also ich wäre schon irgendwie weitergekommen, wenn ich mich dann irgendwie durchgeprügelt hätte. Habe ich dann gesagt, ne. Habe ich dann React to Dings wieder auf dem Rückschul gemacht und habe es dann bis zum Ende geguckt und kommentiert. Dann ist das Let's Play noch irgendwie zufriedenstellend beende. Tut euch das nicht an, Wolfenstein Youngblood. Ja, habe ich im letzten Minecraft-Stream schon gesagt, es ist. Ein schlechter Abschluss der Reihe. Ich werde noch irgendwann, ist nicht sehr bald, aber beim nächsten Sale werde ich es mir dann kaufen. Werde ich dann Oldblood spielen, Wolfenstein Oldblood. Das ist so die Vorgeschichte von Wolfenstein 1. Das ist so die, wenn man es chronologisch spielen wollte, müssen wir es eigentlich als erstes spielen. So die. Was Blazkowicz oder was irgendwie wer anders, schon mal wer anders, weil Blazkowicz war ja dann, da war ja dann ein Koma. Was die Zeit des während hier, wie war das? Ich weiß nicht, also es spielt auf jeden Fall vor der Zeit von, vor dem, in der Zeit, die du kurz, die zwischen bei Wolfenstein 1, in der das erste Kapitel stattfindet. Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. Werde ich auch bei Gelegenheit spielen. CSD war ich letzten Samstag. Ja, war schön. Gibt's auch nicht viel zu sagen. War echt wirklich schön. Bunt, laut. Divers. Schön. Sehr viele queere. Tolle Menschen. Jo. Ich glaube, der baut hier so weiter. Eine Anleitung. Ich baue ein bisschen nach Anleitung.
Okay, wird hier alles zu betoniert oder? Wie schaut das aus? Sieht mir fast so aus. Ich lege mich ja mal kurz mal ins Bettchen. Mit dem Klotz in der Hand. Schaut wirklich so aus, als ob er hier alles dicht macht. Wundplatte. Dann machen wir das mal. Kohle aus dem Ofen. Also ursprünglich, also laut Anleitung ist das eigentlich Quarz, das sind Quarzblöcke, aber das macht jetzt gelbe Betonblöcke. Ich die Kiste abbauen. Erstmal das Zeug mitnehmen. Ich hoffe, das passt in mein Inventar. Ja. Ja, die Kiste selbst. Ein Sand ist jetzt nicht so wichtig. Kann ich hier die Kiste hinpacken? Steht sie wahrscheinlich möglichst schlecht. Okay, da wird wirklich erstmal alles zu betoniert. Feuerstein, Kohle, Kies. Kies bleibt nochmal bei uns. Werkbank. Muss by the way mal eine Kiste draus machen. Reicht natürlich nicht für eine Kiste. Fantastisch. Ich bin blöd. Kisten sortieren machen wir dann später. Hier müsste jetzt erstmal alles reinpassen. Knochen, Schilder, Farbstoff. Einfach hier mal wild sortiert, also unsortiert. Wie es halt so zusammenfängt. Jetzt können wir jetzt auch eine Kiste tun. 20 Weizenkörner. Oha. Können wir mal ein Weizenfeld machen.
Mal das Bett abbauen. Hier gleich daneben hinstellen. Es wird zu betoniert. Ja, den müssen wir gleich auch noch mal holen. Ich nehme ordentlich Terraform. Ein bisschen bevor wir es zu betonieren. Machen wir das mal als erstes, weil es ist unschön, dann hier unten rumzukriechen. Wenn es dann zu ist. Ein bisschen Schaufel haben wir noch. So, welchen Berg tragen wir jetzt hier ab, damit wir da was unterm Haus platzieren können. Meine Erde lässt sich jetzt nicht so schnell finden. Find der Hügel kann hier weg. Das war klar. Erstmal 264er Stacks. Ja, das sammeln. Geh weg, Schwein. Oh, Pokémon. Pokémon Musik. Da läuft übrigens auf meinem Kanal endlich wieder Pokémon Feuerrot. Feuergrün. Die Parodie. Feuergrün. Das Spiel. Feuerrot ist ein anderes Spiel. Ich bin gerade irgendwie am gucken, wie wir Pokémon Strahlende Diamant auch wieder reinkriegen. Pokémon Strahlende Diamant und Pokémon und Super Mario 3D World. Das sind die zwei Projekte, die ich von der Switch noch auf jeden Fall zu Ende bringen will. Aber schlechte Nachrichten, das sieht für dieses Jahr. Das sieht schwierig aus mit meinem Uploadplan. Mit dem, was da gerade drin habe. Das sind momentan die PC-Spieler am Vorherrschen. Die müssen erstmal. Die haben erstmal Vorrang. Optimistisch gesehen. Januar 2023. Sollte damit weitermachen können. Weiß nicht, ob dann irgendjemand noch strahlender Diamant gucken will. Weil dann ist auch schon das nächste Pokémon-Spiel raus. Was wir uns dann erstmal sparen werden. Falls ich überhaupt noch auf YouTube spielen werde. Mein Nintendo hat es bei mir so langsam. Ich bin vom Nintendo-Let's Player so ein bisschen zum PC-Spieler. Nicht nur so ein bisschen, sondern extrem zum PC-Spieler geworden. Ein PC-Let's Player. Das ist 2020 passiert in dem Jahr, als nichts rauskam. Da gingen mir auf einmal die Projekte aus. Habe ich notgedrungen gesagt. Nämlich das erste, ich glaube, Wendell's Monday war es, wo ich mir gesagt habe, das habe ich auf Steam. Versuchen wir mal OBS anzuschmeißen. Das irgendwie. Versuche mir OBS zu installieren und das mal installiert hatte ich es schon. Ja, das war 2020, das ist einfach 2020 so, ja, Mitte, sozusagen Frühling 2000,
2020 erst dann bemerkt habe, ja, die Projekte von 2019, die wir jetzt als von Nintendo haben, die neuen Spiele von 2019, das geht jetzt so langsam durch, das die gehen ja alle. Und ich kriege jetzt keinen neuen mehr rein. Da kommt nichts mehr Neues. Es kamen neue Sachen, es kommen auch immer noch neue Sachen von Nintendo. Nichts, was mich irgendwie gejuckt hat. Irgendwie nichts, was da irgendwie. Jetzt haben sie auch wieder irgendwie so ein Fußball, so ein Mario-Fußballspiel rausgemacht, wo ich dann wirklich. Was mich herzlich wenig juckt. Ich glaube, dann habe ich auch irgendwie angefangen zu streamen auf YouTube damals noch. Mitte 2020 habe ich dann so ersten Stream-Versuche auf YouTube gemacht. Edna bricht aus war das erste Projekt, was ich gestreamt habe auf YouTube. Das haben wir jetzt zum Jubiläum letztes Jahr. Zum 6. YouTube-Jubiläum. Ne, das war zum einjährigen Twitch-Jubiläum habe ich das gemacht, habe ich nochmal. Habe ich nochmal Edna bricht aus, nochmal die Anniversary Edition. Habe ich nochmal als Änderung an die alten Zeiten mein erstes Stream-Projekt gespielt. Ja, Januar 2021 habe ich dann nämlich angefangen auf Twitch zu streamen. Da fängt gerade die Musik, ich höre gerade die Musik auf. Musik. Da ich so ein bisschen die Leidenschaft für die PC-Games, für Steam-Spiele und für später noch auf Epic Games. Und so ein, zwei Spiele habe ich jetzt auch, wie hieß das irgendwie? Itch.io habe ich jetzt, glaube ich, auch welche gekauft. Also PC-Spiele, das nicht, es ist halt einfach. Einerseits aus dem einfachen Grund, dass es nicht. Und es dauert noch an, jetzt noch 2022. Es gibt nicht mehr so wirklich die geilen Nintendo-Spiele, die Let's Playbar wären, die man. Wo ich bereit wäre, die zu Let's Playen. Das andere ist einfach der Grund, dass das einfach. Es ist einfach geiler. Es ist. Mit Tastatur und Maus zu spielen macht so ein bisschen. Ich finde es irgendwie. Ja. Ist praktischer. Ist vor allem praktischer. Schnell mal OBS angeschmissen, dann auf geht's. Terraforming. Die Musik ist ja gerade besonders episch. Also auf Epic Games, weil ich es gerade gesagt habe, habe ich nur die Gratis-Spiele, die es dort gibt. Da kaufe ich nichts. Nehme ich mit, was es gratis gibt. Da gab es schon einige Let's Plays, die ich von den Gratis-Spielen. War manches gar nicht so übel. Das sollte man nicht unterschätzen, die Gratis-Games bei Epic Games. Ist schon. A Plague Tale Innocence war ich damals, das war, gab es gratis auf Epic.
echt gutes Spiel. Ist trocken war das hier aus. Sag nicht, ich brauche mehr Erde. Das kann ich ja nicht glauben. Dass unser Grundstück so groß ist. Sollten wir schlafen gehen. Yep. Das war das ultimative Zeichen für schlafen gehen. Geh sterben. Du bist schon in der Grube. Das ist gleich ein Grabkram. Nee. Den Hausboden geschossen. So, ausgetrocknet. Ich brauche mehr Erde. Spitzhacke mach. Ne, Schaufel. Schaufel mach. Geh weg. Scheiß Spinnen hier. Schaufel. Da kommt der Stein hin. Da ist Schicker. Ich versteck mal hier sicherheitshalber den Beton. Es ja, wie eben gerade gesagt, die auf die anderen weiß ich nicht, die anderen, die noch offen sind, die anderen Switch-Spieler. An Mario und Pokémon ist es mehr Anliegen, das noch zu Ende zu bringen. Und vor allem Pokémon Strahlender Diamant. Tut mir leid, dass da so eine lange Pause gab, jetzt noch gibt's. Es wird noch ein bisschen dauern. Dass da wieder dazu komme, das weiter zu spielen. Ist mir ein Anliegen, eine kleine Kindheitserinnerung. Damals mit Pokémon Diamant. Mein Pokémon Trainer Laufbahn begonnen. Tja, der Pokémon Strahlende Diamant ist so ein kleines. Ja, wenn ich jetzt sage Herzensprojekt, dann glaubt ihr es mir nicht, weil ich es so vernachlässigt habe. Ist halt so ein bisschen. Ja, da kamen halt andere Projekte, die irgendwie YouTube-technisch. Ich hätte es gern weitergespielt, aber es war irgendwie. Die PC-Projekte haben es Feld übernommen. Wenn ich mal gucken, wo ich Platz freischaufeln kann.
Also für dieses Jahr bin ich safe. Das ist da. Das weiß ich auch schon, weil vorproduziert ist. Das ist da. Da sehe ich das jetzt mit den Pen and Paper Parts, die ich jetzt versuche dazwischen zu klappen. Irgendwo. Das ist optimistisch gesehen Januar. Vielleicht wird es auch Februar, März, April, Mai. Kann ich da keine Versprechungen sagen. Sag ich nur so, dass es gibt Switch-Ära. Ich werde es jetzt offiziell. Ich sag's euch jetzt hier, als hier wird das gerade zum allerersten Mal. Ist für mich schon eine lange beschlossene Sache. Eine sehr traurige Nachricht für alle, die mich wegen Nintendo-Projekten, die mich abonniert haben, Nintendo-Projekte zu sehen. Für die habe ich eine sehr, sehr, sehr eine todstraurige Nachricht. Es ist jetzt hier. Es läuft darauf hinaus, dass das vielleicht kriege ich noch irgendwie ein anderes Nintendo-Projekt, was gerade am Laufen ist, beendet. Aber also maximal das, was noch am Laufen ist. Auch das glaube ich nicht. Selbst da werde ich einige abbrechen. Ich sag's ganz, ganz, ganz klipp und klar. Das ist die Ära Nintendo ist bei mir. Das ist vorbei. Das ist vielleicht irgendwann. Vielleicht zukünftig noch Pokémon-Spiele, die rauskommen. Ne, Pokémon-Spiele, obwohl das neueste Pokémon, neunte Generation, würde ich jetzt. Vielleicht werde ich es auch irgendwann mal spielen, aber das wird. Puh, ob das 2023 noch was wird. Verabschiedet euch schon mal seelisch und gedanklich davon, dass es bei mir noch weitere Nintendo-Projekte geben wird. Es war aber auch jedem, der meinen Kanal verfolgt hat, meinen Streams verfolgt hat. Meine Machenschaften hier verfolgt hat, dem war das schon ein bisschen klar. Dass Nintendo da nicht mehr viel Platz hat. Und zunehmend auch immer irrelevanter werden wird. Das ist der Lauf der Zeit. Aber Veränderungen sind ja auch gut. Das ist ein Fortschritt, sollte man nicht aufhalten. Ein bisschen das Ufer einebnen. Dass man hier von den Seiten noch hochkommt, falls ich irgendwo eine Tür einbaue. Das weiß ich jetzt noch nicht. Muss mal gleich einen aufnehmen. Neue Erde suchen. Ja, gute Nachricht für alle, die PC-Let's Plays von mir mögen. Davon wird es in Zukunft noch mehr geben. Das nimmt kein Ende.
die Pokémon-Let's Plays bei mir noch, die bei mir mögen. Das hat Chance, das ist, den gebe ich noch, das da. Vielleicht zukünftig mehr Zeit verzögert, dass das dann da, dass die Pokémon-Projekte nicht mehr zu Nies spielen werde. Zumindest 9. und 10. Generation ist noch, das ist also, beziehungsweise erstmal 9. Generation, schauen wir mal, wie das wird. Aber auch das ist so, das verbauen sie sich auch irgendwie. Mario-Projekte war ich bisher nicht so, ehrlich gesagt, noch nie so wirklich. Da habe ich mal ein, zwei von gespielt. Der Pokémon war so ein bisschen das Wahre auf meinem Kanal bisher. Das Pokémon, das sehe ich noch, das könnte. Da könnte noch was werden. Das mit Zelda war sowieso die ganze Zeit das laufende Zelda-Projekt. Es war jedem klar, dass das nicht lange durchhält, dass es eh abgebrochen wird. Das war mir auch schon im ersten Part klar. Oh, SpongeBob-Musik. Vielleicht gibt es ab und zu mal ein paar Spiele, die. Zumindest nach SpongeBob. Wenn es so Spiele gibt von Nintendo, wird es da wenig geben, aber wenn es so Sachen als PC-Spiele gibt, denke ich auch zukünftig andere Konsolen. Kaufe mir irgendwann mal eine PlayStation. PS5. Ja. Schreiben weiter, Zweggy. So. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Steam-Pause. Fünf Stunden Steam-Pause und dann machen wir hier weiter Terraforming und bauen dann hier die Ebene zu. Ich weiß nicht, ob wir heute weiterkommen, als hier die Ebene zu bauen. Ich meine, das Terraforming ist schon ziemlich viel, da steht ein Zombie. Wenn ich jetzt hier offline gehe, dann werde ich bestimmt. Weggerockt. Geht das nicht pausiere? Wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich mein Hauptmenü. Wird die eh gespeichert. So, na dann. Ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Pause, dann spielen wir gleich weiter. Bleibt dran. Gleich geht's weiter. Ich lasse euch die schöne Musik laufen. Bis gleich.
So, willkommen zurück vom Disputes auf Söderalm. Söderalm. Sehr schön. Minecraft immer mit seinen Titeln. So, wir spielen weiter. In der sehr neuen Welt. Terraforming. Let's go. Wir brauchen wieder Erde. So, Schaufel, Schaufel, Schaufel. Wir machen gleich Zweier. Geht nicht, nur eine. So, ich grab das hier ab. Ich hoffe, ich bin noch zu hören, hat mich nicht aus Versehen gemutet. Da geht's runter. Jura. Ich würde mal sagen, bis 21 Uhr mache ich noch. Noch eine knappe Dreiviertelstunde. Weil ich muss heute auch noch, muss doch Koffer packen gehen. Habe auch noch andere Sachen vor heute noch. Muss noch ein bisschen was erledigen. Ja. Deswegen kann ich heute nicht zu lang streamen. Sachen muss noch machen. Müssen noch erledigt werden. Nicht nur ein paar, sondern eine Menge. Aber ihr kriegt wie immer von mir einen hübschen Wait. Zu mir noch streamt. Du könnt ja gleich weiter gucken dann. Wenn ihr noch nicht genug habt. Sind immer ganz tolle Streamer, zu denen ich hin weiter. Dafür sind Raids ja auch da. Dass man auch vielleicht ein bisschen, dass man so ähnliche Sachen von dem, was man gerade geguckt hat, so ein bisschen weiter gucken kann. Dass man sich vielleicht auch noch in der Nähe umgucken kann. Im Feld. Was gibt es noch so auf Twitch? Dass die Zuschauer auch mal was anderes sehen. Von befreundeten Streamern. Befreundet oder zumindest was, was ähnlich so in der gleichen Bubble ist. Wenn ich irgendwann mal Kanalpunkte habe, wenn ich irgendwann mal Affiliate bin, mache ich dann auch solche Belohnungen rein, wie wir können auch mal entscheiden, nicht entscheiden, aber Vorschläge machen, wo ich hinwählen soll, wenn ihr mal einen Kanal kennt, den ich noch nicht so auf der Liste habe, der mir noch nicht so bekannt ist. Gucke ich den mir vorher natürlich an,
Da werde ich nicht blind irgendwo hinweiden. Nicht komplett blind, dass es immer vorschlägt, aber wenn ich dann Route habe, wenn es halbwegs okay ist, will ich auch sowas machen. Oder ich mein Spiel wünschen oder so. Für die ganz teuren Sachen. Die ganz teuren Kanalbelohnungen. Finde ich bei anderen Streamern ganz gut. Kann ich kaum erwarten, bis die mal habe. Trinkerinnerung ist sowieso mal was Wichtiges. Das brauche ich sowieso. Habe ich glaube ich noch in einem Stream noch nicht wirklich was getrunken. Kaffee habe ich hier vor mir gerade. Gerade im Sommer. Sehr wichtig. Mal gucken, was man da so alles machen kann. Also die Abonnentenzahlen, die Followerzahlen dafür habe ich schon gekriegt, schon knackt. Und ich glaube, da gab es noch irgendwie eine Sache mit die Streamzeit, die man im Monat irgendwie gehabt haben, habe ich auch schon geknackt. Ich brauche noch mal ein paar Zuschauer, dass das Ding woran sagt. Ich brauche ein paar Leute, die meine Streams schauen. Ich glaube, 3 Zuschauer gleichzeitig im Stream und das regelmäßig. Das muss man mal schaffen. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Also aktive Zuschauer. Ich glaube, die müssen auch noch im Chat mit teilnehmen. Nur 3 aktive Zuschauer, die mal gleichzeitig die im Stream-Chat was regelmäßig schreiben. Das kann auch was werden. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas wird, ob das dann mich dann irgendwann, ob ich das überhaupt irgendwann mal werde. Dieses Affiliate. Das kann auf jeden Fall noch dauern. Okay, bei dem Grasabbau hungrig geworden. Räusper. Manche werden beim Gras rauchen hungrig, ich werde beim Gras abbauen hungrig. So. Alles nur Minecraft natürlich. Die Polizei kann wieder umdrehen. Ich noch ein bisschen Erde. Schaufel wollte ich machen. Immer diese Schaufeln. Holz habe ich hier für ein paar Sticks. Das Holz ist eh hässlich, das können wir für Sticks auch brauchen. Schaufel. Dann schaufeln wir mal noch ein bisschen. Jetzt Schaufel und Schaufel Terraforming Stream. Die Beton machen. Terraforming, Beton herstellen. Und ja, Wasser haben wir transportiert, haben wir Essen gefunden, durch die Höhle gegangen. Da fange ich auch an zu stottern. Reden kann ich auch nicht mehr. Und mit der Schaufel geht es wenigstens leichter und schneller.
Wie sollte man ins Bett? Ist nicht wieder ein Küber zum Opfer falle. Die Küber und den Zombies. Ich baue das, baue die Erde ab, ich baue die Erde ab, ich baue die Erde ab. Stack für Stack. Ich muss die Natur unter meinem Terraforming Wahn leiden. Naturschützer sind meine Parts und meine Streams. Einfach eine Villa ins Gelände bauen. Wird glatt gemacht, alles hier. So, bauen wir weiter. Schön weiter terraformen. Dann geht es weiter mit dem Beton, mit der Betonebene, die immer drauf kommt. Mit alles, was ich wieder terraformt habe, zu betoniert. Wäre eigentlich völlig wurscht, was da drunter ist. Nicht mehr. Ich will vielleicht irgendwann mal einen Keller bauen. Dann ist das hier schlecht, wenn da Löcher drin sind. Dann will ich hier mich an der Stelle gerade durch den Boden graben können. Ich merke schon, da werde ich noch einige Male Erdrohung geben. Okay. Ich habe eine seltsame Warnung von Steam bekommen. Stream ist noch live, oder? Ja, der Stream ist noch live. Sieht noch alles gut aus. Bin ich noch da? Ja, ist noch alles. Ich sage, hat nur ein bisschen komisch aus. Ja, mit dem Terraforming ist das heute so eine Sache. Ein bisschen abkühlen im Wasser.
Ja, was gibt's sonst noch so vor zu vermelden? Das haben wir am Sonntag nach dem Urlaub wieder Minecraft-Spiele. Habe ich ja auch schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Da gibt es dann wieder. Da können wir dann hier noch weiter bauen. Haben wir hoffentlich schon fertig terraformt. Ja, da haben wir fertig terraformt. Da können wir mit dem Haus weitermachen. Ich denke, das wäre doch ein Plan, dass wir das Sonntags jetzt immer Minecraft streamen. Den Rest der Tage können wir aufteilen auf die vorhandenen Projekte. Montag kommt eh immer einer Quest, Mittwoch kommt dann Portal 2 momentan. Freitags können wir dann mal gucken. Samstags findet eh nur alle zweimal statt, wegen Podcast. So, weiterbauen. Ziemlich viel Dreck hier heute im Stream. Könnt ihr mir in der Stream-Aufzeichnung auf YouTube, könnt ihr mir die Kommentare drunter schreiben, was für ein Dreck dieser Stream. Ja. Das wäre keine Beleidigung. Ein dreckiger Stream. Das Dirty Stream. So, vielleicht haben wir es ja bald. Das fängt mir ganz Spaß mit dem Beton an. Ob wir das heute noch fertig kriegen, weil dann müssen wir auch noch neuen Beton machen. Das ist hier eine große Fläche. Viel Raum zum Wohnen später. Viel Raum für Inneneinrichtung. Und weiter geht's. Bald haben wir hier. Bald haben wir es voll. Ich kenne hier vielleicht schon mal. Oh, Kacke. Verbaut. Ach, zum Glück kriegen die wieder. Mal die wieder zurück. Nein.
Da müssen wir wieder neuen Beton holen. Und Farbstoff müssen wir auch mal wieder sammeln geben. Schaufel, 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 Schaufel. Morgens, mittags, abends, die wollen schaufeln. Schaufeln. Morgens, mittags, abends, die wollen schaufeln. Die Erde muss laufen. Nein, bitte nicht. Keine laufende Erde. Achso, Stein. Nö, schlafen wir erstmal. So. Weiter Erde bauen. Mir fällt wirklich nichts mehr ein, was man bereden könnte. Stream ist auch für die nächsten Male geklärt. Wünsche jetzt nächste Woche von mir, wenn ich es schaffe, ich kann es nicht versprechen, verlasst euch nicht drauf, aber schaut mal vorbei nächste Woche, schaut mal rein, kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn ihr gefollowt habt, falls ich es tue. Ansonsten dann am Sonntag wieder. Nächsten Sonntag, kommende Woche, dann übernächste Woche, müsste glaube ich schon die erste Augustwoche sein. Dann geht's wieder normal mit dem Programm weiter. Wo ist denn eigentlich das Fleisch hin, was hier? Was ich hatte, was gebrüllt hatte. Gibt es dann wieder. Im August gibt es dann wieder Portal 2 und Ender's Quest. Bis zu Ende des Jahres. Nach dem nächsten Projekt, also nach Ender's Quest oder Portal 2, je nachdem was als erstes vorbei ist. Da spielen wir... Muss mal gucken, welches genau. Da habe ich doch eine Liste. Spielen wir Tomb Raider. Das ist eine neue Version von, die ich auf Epic Games gratis bekommen habe. Nicht das alte Tomb Raider, sondern so die neue. Der ist einfach nur Tomb Raider, aber die Remake-Version. Mit Tomb Raider werden wir eine Ewigkeit beschäftigt sein. Nach dem anderen Projekt und das andere Projekt vorbei ist, spielen wir Amnesia, hieß das Horrorspiel. Amnesia Rebirth. Freue mich auch schon, das auszuprobieren.
Ich baue und ich baue und ich baue. So, dann müssen wir wieder am Ton herstellen. Eben ist eingeebnet. Sand und Kies. Und Farbstoff. Dann suche ich erstmal gelbe Blumen. Ich habe entweder das Fleisch gefuttert oder wo ist mir verloren gegangen. Da brauche ich mal neues. Sonst fange ich hier. Und wohnt hier in der Nähe. Da drüben sehe ich eins. Die auch mal ein bisschen sprinten können. Hühnchen, du kommst im falschen Moment. Vielleicht dann können wir später auch gebrochen. Fleisch. Da steht denn das Huhn hier? Okay, dann brutzeln wir jetzt erstmal Fleisch für die Wanderung. Dann gehen wir Blümchen pflücken. Kohle. Schade, kein Hühnchen. Ich glaube, da kann man Pfeil und Bogen sich draus machen. Aus den Stöckern und aus dem. Müssen wir mal gucken. Fäden haben wir ja. War das nicht so hier? Das war dann mit den Fäden. Ja, sehr gut. Ein Bogen. Dann hier raus. Wie war das mit dem Pfeil? Pfeile. Wenn auch irgendwie aus Federn herstellbar. Ich guck mal gerade nach. Pfeile. Ja.
Feuerstein, Stockfeder haben wir doch alle, haben wir doch alles. Können wir was draus machen? Feuerstein haben wir hier. Feuerstein, Stockfeder. Ganz 16 Pfeile, ist doch fantastisch. Sehr schön, jetzt haben wir auch noch eine Fernkampfwaffe bei uns. Die ganzen Boiler hier, Boiler hier. Du frisst drei Boiler und wird davon nicht satt. Das ist auch so ein Steve hier in Minecraft. Das ist auch so ein spezieller. Oh, hallo Nico, jetzt. Willkommen. Eigentlich bitte hier keine Werbung bei mir im Chat, aber kommt drauf an. Modpack mit Modpack meinst du Minecraft Shader? Das die, ja. Ich weiß nicht. Muss man, kannst du mir mal irgendwie mal. Schreib mich da mal auf Discord nochmal an, am besten, da kann ich da am besten auf reagieren. Was haben wir hier eigentlich für ein Loch? Jetzt runter eine Mine. Jetzt Eisen. Ihr Modspec Release wahrscheinlich hier, das gefühlte hier. Dass die Schweine anders aussehen, dass die Erdblöcke anders aussehen, das meinst du damit? Das ist wahrscheinlich das. Am besten, da kommst du mal auf meinen Discord-Server, da können wir das. Toll, ein einzelnes Eisen. Fantastisch, hat sich gelohnt, hier runter zu gehen. Würde ich, ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie es ist. Anfrage, ich weiß nicht, da müsste ich mir mal angucken, dein Modspack. Das ist, bin ich der, ich sag jetzt nicht blind, ja. Hurra, probiere ich mal aus, aber müsste mir mal anschauen. Kannst mir, ist auch unten in der Kanalinfo, aber mein Discord-Server ist offen für alle, da kannst mal reinkommen, kannst mir eine Privatnachricht schreiben, dann schauen wir das uns mal an. Kannst mir dein Zeug mal zuschicken. Schaue ich da mal vielleicht rüber. Wenn ich Zeit und Bock dazu habe. Wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Grundsätzlich sage ich dazu nicht nein. Ist da, brauchst nicht ach egal reinschreiben, das ist da. Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen. Das ist da. Das lässt sich halt jetzt hier im Twitch-Chat relativ schlecht regeln, dass da
kann jetzt nicht drauf gucken, da müsste mir. Verstehst, was meine. Ich kann ja auch jetzt nicht sagen, ja, mach ich bedingungslos, jetzt komplett ohne da irgendwas zu sehen, gesehen davon zu haben. Zeige ich jetzt spontan ohne vorher das zu überprüft zu haben, sofort im Stream baue ich jetzt ein, sofort live, während ich noch live bin. So läuft das nicht, aber dann müsste das dann ja komm auf meinen Server, der ist offen, öffentlich da, und dann hast du auch die Möglichkeit. Ich bin auch offen für DMs, Privatnachrichten. Post mir was in die DMs und dann schreib's nochmal rein, dass du es bist. Dass du mir auf Twitch geschrieben hast und. Oh, Kürbisse, die sind ganz selten hier in Minecraft. Noch seltener als Diamanten. Sammeln wir sie mal ein. Da brauche ich aber noch mehr Gebeblümchen pflücken. Ja, mit dem Betonieren müssen wir dann am Sonntag nach dem Urlaub weitermachen. Oh, das ist ein Pferd. Nein, habe ich noch nicht mit dabei. Können wir uns aber merken, dass die hier rumstehen. Ganz selten diese Kürbis hier, diese gibt's hier wirklich da. Das ist die noch seltener als Diamanten. Das ist die kriegst du ja wirklich. Es kommt super selten vor. Nehmen wir mal mit, sie sind wertvoll. Die hat doch irgendjemand platziert, oder? Das ist doch. Ich meine, die Map ist nicht öffentlich. Die habe ich auch vorher. Ich auch nichts platziert. Die ist da rein. Die ist da. Kurz vorm Stream habe ich die. Kurz vorm ersten Stream habe ich die generiert. Sieht ziemlich platziert aus, aber gut. Steak-Kürbisse. Nimmt mal mit. Ernähren wir uns von Karottenkuchen. 25 Kürbisse. Warum nicht? Kommt durch von Gronkh, das hat mal jemand Gronkh gesagt im Chat, dass das da Kürbisse ganz selten in Minecraft. Hast echt Glück, wenn du die findest. Echt selten als Diamanten. Ich glaube, ich hab ein Dorf gefunden. Die Dörfer sind auch ganz selten.
Ganz, ganz selten diese Kürbisse, wisst ihr. Das hier. Das sieht gar nicht oft, dass man auf solche auf Kürbisse trifft. Niemals zu finden. Muss man wirklich schon eine lange Zeit suchen. Das kommt gar nicht so häufig vor. Kann man schon von Glück reden, wenn man Kürbisse findet. Ist schon so eine Sache mit den Kürbissen. Ich glaube, ich baue mir ein Haus aus Kürbissen. Direkt daneben, so ein kleines Nebenhäuschen. Immer so neben dem Haus, so einen kleinen Schuppen aus Kürbissen. Ganz, ganz selten, diese Dinger. Kommt echt nur manchmal vor. Ist schon besetzt. Village Dorf. Kann man auch noch ausrauben. Ich suche hier nochmal gerade ein Bett. Ein bisschen Bett darf ich heute schlafen. Eisengolem. Ich tue nix. Da schlafen schon fünf drin in diesem Bett. Das dürfte zerstören, will ich jetzt nicht. Wenn ich hier Weizenballen haben, was echt nicht schlecht ist. In Kisten haben sie Brot. Das nehme ich mal mit. Und eine Lederrüstung. Brustplatte fehlt hier noch. Ich glaube doch nichts. Ich habe nur einen Dirtbob in der Hand.
nach den Kisten. Später werden wir auch noch Sachen klauen hier. Rüstung. Es ist Trinkgestand. Ich meine, den Trinkgestand kann ich mir glaube ich schon mitnehmen. Müssen kein Trink gebrauchen können. Kisten. Oh nein. Enderman. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir sollten langsam zurückgehen. Oh, in Ocelot. Oh, Tropfstein. Wofür könnte man das nochmal gebrauchen? Stalagmiten und Stalaktiten. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Spitze Tropfstein. Tropfsteinblock. Nehme ich erstmal mit und guck dann, was man daraus machen kann. Wahrscheinlich gar nicht so viel Nützliches. Ich kann mir wenig Funktionszwecke damit vorstellen. Müsste ich mal googeln, was man damit machen kann. Nehmen wir aber erstmal mit. Jetzt zurück zum Dorf. Da können wir erstmal Beton färben. Herz ziehen und mit nach Hause nehmen. Ich glaube, es geht besser mit Weizen.
Hallo Schaf. Von dir will ich nichts. Ich glaube, das Dorf war in diese Richtung. Wenn nicht, dann habe ich mich wahnsinnig verirrt. Ja, am Sumpf hatten wir uns wir hatten unser kleines Hexenhaus im Sumpf. So war das. Im Sumpfbiom hatten wir uns ausgerichtet. Mich ist viel nah, ein Dorf nah in der Nähe. Das ist ja gar nicht weit zum Dorf. Das ist praktisch hier. Da Pferde und Esel, das ist. Hier haben wir ein gutes Plätzchen gewählt. Ist schon Gras drüber gewachsen. Ja, Sand und Kies sammeln wir dann nächstes Mal. Den Farbstoffhelf stell ich noch her. Haben wir genügend von. Nervig, das so mit Hans herzustellen. Jo. Kannst ruhig weiter spielen. Farbe, das wird jetzt. Das reicht jetzt erstmal ein Weilchen. Gut, in dem Sinne. Weiter haben wir es mit dem Bau jetzt nicht geschafft. Aber wir haben es eingeebnet hier. Und den Boden platt gemacht, damit wir hier weiter bauen können. Ja, dann sehen wir uns. Und eine Rüstung und Kürbisse und Brot haben wir gefunden. Ist das nicht herrlich? Und Trankstände und Tropfstein. Das war doch zumindest etwas wert. Jo, so sieht's aus. Machen wir das nächste Mal an dieser Stelle weiter. Pfeil und Bogen haben wir auch schon. Machen wir nächstes Mal mit Beton machen weiter. Dann bauen wir hier wieder an der Hütte weiter. Und der wieder. Nächstes den Pool haben wir schon fertig. Na dann. Schlafen gehen kann ich noch nicht. Dann warten wir kurz. Wir schauen der Sonne beim Sinken zu. In den Sonnenuntergang hinein verabschiede ich mich in die Woche Urlaubspause. So sieht's aus. Na dann. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Fantastisch. Na dann schicke ich euch in die Endcard, dann raiden wir noch zu jemandem rüber. Und dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche, ein ganz schönes Wochenende und eine ganz schöne Woche. Kommt mir gut durch die Woche und durch das Wochenende.
Und wir sehen uns übernächstes Wochenende wieder. Am Sonntag. Zu Minecraft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Halt's gut durch die Woche. Wenn ich ganz gut bin, sehen wir uns die Woche zwischendurch schon wieder. Montag oder Freitag, irgendwo mal oder Donnerstag, vielleicht auch mal aus der Reihe, wann ich es mal hinschaffe. Vielleicht kriege ich es mit dem Handy hin, irgendwie ein bisschen zu streamen. Weiß nicht, ob das auf der Twitch-App oder auf dem Handy funktioniert. Wenn, dann kriegt ihr es auf Twitter als erstes mit und auf Discord. Und dann auch per Benachrichtigung auf dem Twitch, in der Twitch-App, wenn ihr gefollowt habt. Gut, na dann. Aber die Endcard. Dann bereite ich einen Raid für euch vor. Bleibt mir gesund. Wenn ich gesund bleibe, wenn ich den Urlaub überlebe, dann sehen wir uns am Sonntag nach dem Urlaub wieder. Kommt mir nicht abhanden während des Urlaubs. Ja, abonnieren, Count.